heads will turn green. Your eyeballs will pop open with aggression. Change. Gegenstandsnummer SCP-117. Objektklasse sicher. Spezieller Haltungsprozess. SCP-117 ist in der kleinen Ledertasche zu verstauen, in der es gefunden wurde, außer es wird benutzt oder untersucht. Jeder Mitarbeiter, der als geistig fit angesehen wird, darf die Isolierzelle des SCPs betreten. Aber wenn sie verdächtigt werden, das SCP ohne Erlaubnis entfernen zu wollen, sind sie zu durchsuchen und im Falle der Verdachtsbestätigung zu verwarnen. Die Tür der Isolierzelle sollte verschlossen gehalten und während der Benutzung des Objekts durch eine Wache gesichert werden. Beschreibung: Der Gegenstand scheint ein Multifunktionswerkzeug unbekannter Marke und unbekannten Herstellers zu sein, das in Florida gefunden wurde. Auf den ersten Blick kann man nur die normalen Werkzeuge erkennen, Schraubenzieher, Messer, Dosenöffner etc. Aber wenn der Nutzer mit einer Aufgabe konfrontiert wird, nimmt ein für die Augen perfekt geeignetes Werkzeug den Platz des Werkzeuges ein, das der Nutzer ausklappen wollte, unabhängig von der räumlichen Ausdehnung, die das neue Werkzeug besitzt. Alle anderen Werkzeuge scheinen immer noch vorhanden zu sein, aber nachdem die Aufgabe erfüllt und das Werkzeug wieder eingeklappt wurde, kann es am Objekt nicht mehr gefunden werden, außer es wird mit einer Aufgabe konfrontiert, die dieses Werkzeug wieder erfordert. Anhang: Mitarbeiter mit Sicherheitsfreigabestufe 2 sollten Dokument 117b lesen. Dokument 117a. Effekte des Gebrauchs. Nach zahllosen Einsätzen und Tests mit dem SCP-Objekt wurde herausgefunden, dass es bei Nutzern durch die Absorbierung von Eisen, Kupfer, Calcium und Zink aus deren Körpern Schäden und möglicherweise den Tod verursachen kann. Diese Absorbierung findet statt, solange der Nutzer das Objekt berührt. Handschuhe scheinen den Effekt nicht zu beeinflussen, und die Rate der Absorbierung scheint von den Werkzeugen abzuhängen, die von SCP-117 benutzt oder erschaffen wurden. Es wird empfohlen, für den Gebrauch dieses SCP-Objekts nur Personal der Klasse D zu benutzen, um Tod oder Verletzung von Forschern vorzubeugen. Dokument 117b. Gebrauchslog von SCP-117. Redundante Einträge nicht eingefügt, außer wenn sie andere Ergebnisse zur Folge hatten. Situation: Eine lose Schraube auf einer Metallplatte. Von SCP-117 produziertes Werkzeug. Schraubenzieher, allerdings nicht der Standardschraubenzieher. Situation: Ein Nagel in einem Stück Holz. Von SCP-117 produziertes Werkzeug. Standardhammer. Situation: Ein Stück Holz mit vorgefertigten Schneidlinien. Von SCP-117 produziertes Werkzeug. Eine Elektrosäge, die keine externe Energiequelle benötigt. Situation: Ein Stück kugelsicheres Glas. Von SCP-117 produziertes Werkzeug. Ein unbekanntes Laserschneidwerkzeug, das keine externe Energiequelle hat. Situation: SCP. Von SCP-117 produziertes Werkzeug. Ein blutiges Nahkampfmesser. Situation: Ein Agent mit einem gebrochenen Knochen. Von SCP-117 produziertes Werkzeug. Ein kleiner Gegenstand mit einem Abzug, welcher bei Bestätigung des Abzugs eine merkwürdige Strahlung emittierte, welche die Verletzung sofort heilte. Situation: Klasse D-Mitarbeiter bereit für die Exekution. Von SCP-117 produziertes Werkzeug. Daten gelöscht. Situation: Zur Kommunikation mit SCP-363 eingesetzt. Von SCP-117 produziertes Werkzeug. Daten gelöscht. Siehe Zwischenfallbericht 117-3F. Sicherheitsfreigabe O5X benötigt. Situation: Ein ungemischter Stapel Spielkarten. Von SCP-117 produziertes Werkzeug. Ein mittelgroßer mechanischer Mischer. Situation: Mitarbeiter der Klasse D mit Krebs im Endstadium.
von SCP-117 produziertes Werkzeug. Gegenstand ähnlich dem aus dem 6. Test. Situation: Ein komplett gesunder kaukasischer Mann ohne Vorstrafen. Von SCP-117 produziertes Werkzeug. Daten gelöscht. Situation: Ein komplett gesunder hispanischer Mann ohne Vorstrafen. Von SCP-117 produziertes Werkzeug. Daten gelöscht. Situation: Ein silberner Essgabel im perfekten Zustand. Von SCP-117 produziertes Werkzeug. Keine Werkzeuge konnten am SCP gefunden werden. Situation: Daten gelöscht. Von SCP-117 produziertes Werkzeug. Ein Schraubenzieher. Situation: Ein dreckiges Fenster. Von SCP-117 produziertes Werkzeug. Eine Düse, die eine Mixtur aus Wasser und Seife auf das Fenster sprühte, die das Fenster komplett reinigte. Situation: Ein nicht aufgeladener iPod. Von SCP-117 produziertes Werkzeug. Ein iPod-Ladestecker ohne externe Energiequelle. Situation: Ein leeres Blatt Standarddruckerpapier. Von SCP-117 produziertes Werkzeug. Ein Füller mit einer anscheinend unendlichen Menge an Tinte. Situation: Ein Samsung-Handy. Von SCP-117 produziertes Werkzeug. Ein kleines Gerät, das beim Anstecken an das Telefon dessen Signalstärke um rund 250% erhöhte. Dokument 117G. Entwicklung SCP-117 betreffend. Nachdem das SCP-Objekt jetzt eine Vielzahl an Objekten und Personen ausgesetzt war, scheint es sehr gut möglich zu sein, dass das Objekt zu einem gewissen Grad intelligent ist. Darum müssen wir den Fakt im Hinterkopf behalten, dass das SCP-Objekt gegenüber Telepathie anfällig ist und daher nicht mit jedwedem SCP in Kontakt kommen darf, von dem bekannt ist, dass es über telepathische Kräfte verfügt. Dr. Clemen. Das Obenstehende war eine Abschrift der persönlichen Notizen von Dr. Clemen, die anscheinend ein harmloses Interesse an dem Objekt hegt. Tests mit anderen SCP-Objekten sind seit dem 16. September ausgesetzt. Notiz 1171. 4. Mai. Ein Test mit SCP-882 wurde vorgeschlagen und wird im Moment von Dr. Clemen erwogen. Notiz 1172. 19. Juni. Weitere biologische Tests wurden von Dr. Clemen nach dem Vorfall 1174A gestoppt. Das SCP-Objekt ist immer noch für die Reparatur an der Einrichtung zugelassen, solange es von einem oder mehr bewaffneten Wachleuten überwacht wird, die in seine ordnungsgemäße Handhabung eingewiesen sind. Notiz 1174, 21. Juni. Nach längerer Abwägung muss ich den Test mit SCP-882 und SCP-117 ablehnen. Das Risiko, SCP-882 zu beschädigen, ist einfach zu groß, um es außer Acht zu lassen. Dr. Clemen. Notiz 11726, 16. September. Nach Vorfall 1173F bin ich gezwungen, alle Tests von SCP-117 mit anderen SCP-Objekten zu beenden. Das Risiko des kompletten Verlusts der Eindämmung ist viel zu groß. Sämtliche biologische Tests sind bis zu einem späteren Zeitpunkt ausgesetzt, da die Ergebnisse sich bis jetzt als variabel erwiesen haben und es für das für meine Forschung verfügbare D-Klasse-Personal Grenzen gibt. Dr. Clemen. Notiz 11727. 20. Juli. Biologische Tests wurden von Dr. Clemen wieder aufgenommen und erbrachten gemischte Resultate. Tests von SCP-117 mit anderen SCP-Objekten werden von O5 neu erwogen. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass neue Tests stattfinden werden. Notiz 11728, 20. März. Ein Test mit SCP-682 wurde vorgeschlagen. Persönliche Auswertung. Also es gibt doch recht viele SCP-Objekte, sag ich mal, die sehr nützlich sind oder auch hilfreich. Man hat ja sonst immer so die unheimlichen, gruseligen Wesen oder ja, Entitäten im Kopf, die zum Beispiel auch bei den SCP-Spielen sehr gerne benutzt werden, die einem Angst machen. Aber es gibt doch überraschend viele SCP-Objekte, die tatsächlich nützlich sind. Und so ist SCP-117 auch
nützig. Was ich jetzt persönlich sehr witzig fand, war der Gebrauchslog von SCP 1.7. Ich kann mir vorstellen, dass der irgendwann nochmal erweitert wird. Und ich fand es lustig, was halt immer so als Lösung von SCP 1.7 angeboten wird. Was jetzt ich persönlich ein bisschen interessant fand, war, dass diese Männer ohne Vorstrafen, was dort eingesetzt wird, da wurden die Daten gelöscht. Also da kann man halt viel reininterpretieren. Was bekommt ein kaukasischer Mann ohne Vorstrafen? Was bekommt ein hispanischer Mann ohne Vorstrafen? Das war ziemlich interessant. Außerdem, was ich sehr mag, sind die Crossover-Sachen von den SCP-Objekten. Hier wurde ja mit SCP-882 experimentiert, mehr oder weniger. Man hat aber Angst, dass es kaputt geht. SCP-882 ist eine Maschine, die aus Zahnrädern besteht und komplett mit Rost bedeckt ist. Und sobald irgendeine Stelle keinen Rost mehr hat, fängt sie an, sich zu bewegen. Und Menschen in der Umgebung, sie ist komplett lautlos und Menschen in der Umgebung fangen dann an, so auditiv halluzinieren und nehmen dann die Geräusche wahr von einer Maschine, die ja keine Geräusche macht. Und irgendwann stürzen sie sich auch in den Tod. Und ja, alles, was dort an dieser Maschine haften bleibt, ist, kann man auch nicht mehr entfernen und wird Teil der Maschine. Und da hatte man halt Angst, diese SCP-1.7 mit SCP-882 in Berührung zu bringen. Und ich persönlich würde echt gerne mal eine Übersicht haben von allen SCP-Objekten, die miteinander auf Reaktion getestet wurden. Ich mag sowas. Ich finde sowas immer sehr interessant, vor allem, weil man dann halt nicht aufhören kann zu recherchieren und immer weiter guckt. Und in dem Log wurde ja dann auch vorgeschlagen, dass ein Test mit SCP-682 gemacht wurde. SCP-682 ist sogar ein recht beliebtes SCP-Objekt, was ich jetzt aber nicht kannte. Ich kannte nur das Bild von SCP-682, aber ich habe jetzt nicht das mit einem SCP-Objekt in Verbindung gebracht. Das ist ein reptilienartiges Wesen, das man nicht besiegen kann, und man versucht halt die ganze Zeit, es irgendwie zu zerstören oder zu töten, und das ist ein hochintelligente, gefährliche Spezies. SCP-1.7 ist auf jeden Fall die komplette Lösung für alles anscheinend. Und ich kann mir vorstellen, dass das noch viel, viel, viel mehr Potenzial hat. Und wie gesagt, ich hoffe immer, dass Logs weitergeschrieben werden, dass sie nicht einfach dann aufhören. Aber es ist, wie gesagt, nie fertig. Man kann immer noch was überarbeiten. Und ich sollte aufhören, immer zu meckern, zu sagen, ich will aber noch mehr über dieses SCP-Objekt erfahren. Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr interessant. Und noch eine Sache in eigener Sache. Es tut mir leid, dass am Wochenende alles ausgefallen ist. Ich musste mal eine Zwangspause machen und ab dieser Woche geht es aber garantiert weiter und ich verspreche euch, es wird nichts mehr ausfallen. Im Gegenteil, es kommen ein paar tolle Überraschungen und ein Hörspiel einer Reihe, die schon lange nach einer Fortsetzung schreit. Also freut euch drauf. Und ja, dann hoffe ich, ihr seid mir nicht allzu sehr böse, was das angeht. Ja, bis dann.